kombinieren. Sie passen einfach nicht zusammen. Fehlt da nicht auch ein Knopf? Wo ist die andere? Da. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber die gehören doch zusammen. Hier fehlt doch ein Knopf. Man sieht's doch. Verdammt. Die Indizien nochmal überdenken. Ja, wie ich das mal hier sortieren könnte, das wäre schön. Das hier ist ja nicht unbedingt ein Beweismittel. Der Fahrkartenabschnitt auch nicht. Die Gläser hier auch nicht. Die Eiszange nicht. Das hier nicht. Das hier nicht. Die Uhr, ja, okay, aber... Genau, die hat er ja gar nicht abgefeuert. Ich habe auch ganz vergessen. Was ist das hier mit der Statuette? Ich verstehe das nicht. Oder auch der Zigarrenstummel. Die müssen zu irgendetwas gut sein. Müssen zu irgendetwas gut sein? Kupferdraht. Ich guck mal nach dem... Wo war das Funkgerät? Da war das Funkgerät. Matteo ist auch nicht da. Das ist ja komisch. Wo sind die denn? Können wir vielleicht den Kupferdraht da dran machen? Ach, Mensch. Ein paar Bogen, das Kupferarmband. Ich bin auf der richtigen Spur, aber ich glaube, ich muss zuerst etwas anderes machen. Was denn? Oh je, sag nicht logisch denken. Kuchenteig. Nein, schade. Okay. Vielleicht doch mit Zitrusfrüchten Stroh machen? Dieser Gegenstand könnte hier zwar von Nutzen sein, aber ich muss zuerst etwas anderes machen, wenn ich nicht alles vermasseln will. Aha. Warte mal. Nee, das ging ja nicht. Hatte ich das nicht ausprobiert? Wo ist denn dies? Wo ist denn da die Punschspule? Das passt nicht zusammen. Ha! Okay, die Punschbowle. Können wir jetzt da den Orangensaft reinmachen? Das soll ja angeblich mit einer Zitrone, soll das ja auch gehen. Obwohl ich nicht glaube, dass man damit funken könnte. Aha! Okay. Nee, der Kupferdraht nicht. Dann das und jetzt der Kupferdraht vielleicht? Nein. Oh Mann. Warte mal, die Nägel. Muss da nicht irgendwie Metall rein? Nee. Jetzt schlage ich mit dem Hammer alles kaputt. Was könnte fehlen? Ein Buttermesser. Pardon, ah, ist gut jetzt. Verdammt. Ach, Mann. Wieso nicht der Kupferdraht?
Was muss ich denn da noch? Ich habe es irgendwie verbinden? Nein, auch nicht. Mit der Zange ja wohl auch kaum, ne? Würde ich als erstes kriegt man einen Schlag? Ich weiß es nicht. Da muss doch eine Reaktion stattfinden. Denn der kommt doch auch nicht rein, ne? Die Statuette. Warum die Statuette? Für ihre Größe ist sie recht leicht. Kommt Ihnen Ihre Vorgehensweise nicht auch etwas sonderbar vor? Mit etwas Glück wird das wenigstens für eine kurze Zeit als Energiequelle so, für das Phantom reichen. Dazu nämlich, na, sagt er, kommt Ihnen das nicht sonderbar vor. Also haben wir jetzt eine Energiequelle. Baut das ja nicht zu Hause nach. Das Funkgerät hat Strom, aber ich habe keine Möglichkeit, damit zu funken. Ich sollte es lieber ausschalten, um die Batterie zu schonen, bis ich eine Lösung finde. Ein Mikrofon? So, wir haben ja nicht mal ansatzweise sowas. Okay. Wir müssten die vielleicht noch mal fragen. Das sieht vielleicht aus hier. Aber wo sind zum Beispiel hier die beiden Schaffner? Verstehe ich nicht. Und die wollen jetzt nicht mehr mit uns reden, obwohl ich da Widersprüche. Es haben sich doch Widersprüche ergeben. Ach, Kiddings. Mademoiselle Davenham, ich muss Sie fragen, warum Sie mich vorhin belogen haben. Sie belogen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch nie in Amerika waren. Wie kommen Sie darauf, dass ich doch dort war? Ich habe eine Information erhalten, wie die englische Polizei sagt. Sie haben die Tatsache verschwiegen, dass Sie im Armstrong-Haushalt lebten. Und was, wenn ich fragen darf, soll ich dort gemacht haben? Sie waren die Gouvernante von Helena Gilbert, der jüngeren Schwester von Mrs. Armstrong. Und Sie wären zweifellos später auch die Gouvernante von Daisy geworden. Sie haben mich offenbar durchschaut. Und der Grund für diese Lügen? Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Sie wissen doch, wie schwer es für eine Frau ist, eine vernünftige Anstellung zu bekommen. Ich war im Zusammenhang mit einem Mordfall festgenommen und verhört worden. Glauben Sie, dass auch nur eine nette, bürgerliche Engländerin eine Frau mit solchen Referenzen als Gouvernante ihrer Töchter einstellen würde? Selbst wenn sie keine Schuld traf, es war in der Öffentlichkeit bekannt. Ja, es ist ja schon schwer genug, es im Leben zu etwas zu bringen, oder? Ohne diese zusätzliche Last. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich dachte schon, dass Sie das verstehen würden. Ich bin die fleißigste Gehilfin im Büro. Trotzdem habe ich den niedrigsten Lohn. Und ich mache mir schon Sorgen, wie mein Arbeitgeber Monsieur Boos reagieren wird, wenn er von der Lawine erfährt. Vom Monsieur Poirots Unfall, von dem Mord. Ich bin nicht schuld, aber... Aber irgendwie werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Es ist nicht fair. Aber so ist es eben. Sie hätten helfen können, die Ermittlungen voranzubringen. Wie denn? Ist es möglich, Mademoiselle Debenham? Bitte nennen Sie mich Mary. Mary. Ist es möglich, dass Sie Gräfin Andreny nicht erkannt haben? Sie erkannt? Aus den Gesellschaftsseiten, meinen Sie? Sie ist Helena Gilbert, die jüngere Schwester, die Sie in New York unterrichtet haben. Helena. Es stimmt. Sie kam mir irgendwie bekannt vor. Es hat mich verwirrt. Aber sie sieht jetzt so anders aus, so elegant. Wie hätte ich in ihr eine kleine amerikanische Schülerin sehen sollen? Ich gebe zu, ich habe ihrer Kleidung mehr Aufmerksamkeit geschenkt als ihrem Gesicht. Und ich hatte meine eigenen Sorgen.
Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist, wenn wir es hinter uns haben. Antoinette, diese Wörter beziehen sich auf eine persönliche Angelegenheit. Ich kann sie Ihnen nicht erzählen, ich kann es nicht. Das wäre vorläufig alles, Mademoiselle. Okay, haben wir jetzt auch mit ihr gesprochen. Soll das eine Spange sein, was sie hier im Haar hat? Dann würde ich sagen, müssten wir fast nochmal mit der Gräfin sprechen, ne? Ich würde es aber trotzdem nochmal ganz gerne mit dem Colonel versuchen, ob der noch was zu Miss Debenham zu sagen hat. Aber wahrscheinlich nicht. Der würde uns so wieder anraunzen. Sie werden kein Wort mehr aus... Okay, dann würde ich schon fast sagen, vielleicht nochmal mit der Gräfin sprechen, warum sie uns angelogen hat. So sehr ich diesem Schwein den Tod gewünscht habe, ich habe ihn nicht erstochen. Okay. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Wie, also verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Im Zug nach Hinweisen suchen. Haben wir irgendwas übersehen? Wir waren noch nicht wieder draußen. Ich meine, irgendwo müssen Matteo und, warte mal, Lucien wollte ja neben uns sprechen, ne? Und die lügt uns wahrscheinlich nur wieder an, oder? Sagt sie noch irgendwas? Bald werden wir alle diese ganze Angelegenheit hinter uns haben. Wenn Sie und dieser belgische Detektiv es nur erlauben. Na, ihr braucht jetzt ja alle nicht so unfreundlich werden, ne? Pardon, Mademoiselle. Ich würde mich gerne später mit Ihnen unterhalten. Okay. Wo sind denn jetzt hier Pierre und Matteo? Ich verstehe das nicht. Diese Tür nach draußen, Mann, wurde auf Anordnung vom Monsieur ja, Poirot. Gut. Okay, dann müssen wir hier. Ich habe es bestimmt irgendwie ein Härchen oder ein Krümel nicht mitgenommen bei meinen 10.000 Mal Abteil durchsuchen. Gut, dann gucken wir meinetwegen nochmal dahin. Aber ich glaube, mit der denen noch irgendwas zu sagen haben oder umgekehrt. Wo ist denn der Heizer? Ich glaube, ihm ist nicht nach. Wo ist denn jetzt der Heizer? Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Selbst wenn ein Rettungszug... Ja, der Rettungszug ist doch schon da. Wer ist doch schon da? Hilfe. Okay, was haben wir übersehen? Ich gehe jetzt hier durch. Was haben wir übersehen? Oder was habe ich übersehen? Mann, Mann, Mann. Das enthält nichts, was mir von Nutzen sein könnte. Und wieso ist jetzt hier auf einmal dicht, ha? Beziehungsweise warum fehlt der kleine Schlüssel auf einmal? Das scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt. Ach komm, Mädchen, du weißt ja schon, was das ist. So, die Fässer können wir uns jetzt gar nicht mehr angucken. Hier drauf zu gucken. Das ist die Frachtgutliste. Bringt auch nichts. Ja. Diese Gegenstände gehören keinem der Passagiere. Ich will den... Die
damit würde ich sagen, keine Ahnung, ich hänge fest. Schick. Okay. Was ich dann machen werde, ist nochmal Abteil für Abteil durchzusuchen. Und ich hoffe, ich werde dann rechtzeitig wieder aufnehmen, wenn ich dann irgendwas gefunden habe. Ich muss irgendwas übersehen haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.